Animal ist eine vollautonome Inspektionslösung, wo wir in schwierige Einsatzgebiete hineinschicken, wo bis jetzt nur Menschen hineingehen können. Und dort bringen wir Digitalisierung und Automatisierung hinein. Dann hat die Sensorik auf dem Roboter drauf, der erlaubt, seine Umgebung wahrzunehmen, sich selbstständig zu lokalisieren, dass er weiss, wo er ist und so seine Aufgaben zu erfüllen. Und dann bepacken wir das System bis zu 10 kg an hochspezialisierten Sensoren, die die Umgebung wahrnehmen können, mit Kameras, mit Thermokameras zum Temperaturen messen, mit Mikrofon. Und so erlauben den Betreiber von so Anlagen einen Einblick zu bekommen, was läuft auf der Anlage, was läuft gut und wo müssen sie potenziell eingreifen. Animal bringen wir über einen Einsatz, wo man Routineaufgaben hat, wo man die Umgebung monitoren will, um sicherzustellen, dass die Anlagen sicher und effizient laufen. Das sind zum Beispiel Windenergieplattformen, Offshore- oder Hochseeinseln im Öl- und Gasbereich, aber es sind auch Chemieplattformen, grosse Wasserkraftwerke, Nuklearkraftwerke und solche. Und unter anderem sind wir auch interessiert am Bauwesen, wo die Umgebung eh schon entstanden ist und dort die Infrastruktur für die Digitalisierung gar nicht vorhanden sein kann. Und so haben wir ein mobiles Gerät, wo die Umgebung reingehen kann und eben die Daten kann sammeln und verarbeiten und dem Kunden, dem Betreiber zur Verfügung stellen. Für mich ist dann die Robotik wirklich dann Versprechen drin, wenn ein Kunde das System wirklich einen Mehrwert bringt. Und da müssen verschiedenste Features von der Mobilität des Systems, mit der Intelligenz, wie der Datenverarbeitung, das muss alles an den Ort fallen. Und wenn der Kreis, wenn der Informationsfluss geschlossen ist, ich glaube, dann steht bei uns allen, insbesondere auch mir, sagen, yes, das ist der Moment für das, wo wir das System entwickelt haben, wenn wirklich der Roboter einen Mehrwert bringt und nicht reduziert wird rein auf die Robotikplattform, sondern wirklich auf eine Robotiklösung.